was ich heute noch suche, ist der Giersch. Eine ganz nahrhafte Pflanze. Und da haben wir jetzt so ein wunderbares Gierschplätzchen gefunden, wo wir ganz viel junger Giersch haben. Der gerade erst frisch gewachsen ist. Also der Giersch verbreitet sich ja ganz, ganz stark. Das liegt daran, dass an jeder Bruchstelle von der Wurzel ein neues Gierschpflänzchen rauskommt. Und jedes einzelne Gierschpflänzchen erobert im Ameljahr unterirdisch bis zu 3 Quadratmeter. Zudem sendet der Giersch Botenstoffe aus, die der Wachstum von der umgebenden Pflanze hindert oder zumindest mal stark einschränkt. Das ist der Grund, wieso sich der Giersch so stark verbreitet und Gärtner eigentlich nicht so gern haben. Der Giersch an und für sich sieht man gern Zipperlenzkraut zu einem oder auch Gichtkraut. Also der hat die Möglichkeit, Ablagerungen in der Gelenke auszulösen und abzutransportieren. Er hat eine stark harntreibende Wirkung. Aus dem Grund nimmt man noch eben bei Arthrose, Arthritis und allen den Krankheiten, was man hat. Der Giersch hilft auch bei allen Muskelbeschwerden, was wir haben, also wenn wir Hexenschuss haben, Ischiasbeschwerden, selbst bei Bandscheibenvorfällen nimmt man gern der Giersch her. Wenn wir Zahnweh haben, dann kauen wir einfach so ein Gierschblättchen und das Zahnweh hört in kürzester Zeit auf. Man kann den in allen Formen nehmen, man kann ihn für solche Beschwerden direkt pur essen, das heißt, ich nehme ein frisches Blättchen, schneide es in Salat oder isse es einfach während der Wanderung. Wir können Tinkturen damit ansetzen. Die Tinktur können wir natürlich über das ganze Jahr nutzen, von dem her eine praktische Sache. Ich mache auch gerne Pesto aus dem Giersch, was wunderbar über Nudeln schmeckt. Oder einfach nur, dass ich ein paar Gierschblättchen ganz klein schneide und auf ein Butterbrot tue. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Bei den Blüten ist es so, dass die sich ganz leicht mit dem gefleckten Schierling verwechseln lassen. Und von dem her, wenn man die Blüten, die auch essbar sind, sammeln will, immer abgehen und schauen, ist es denn wirklich ein Gierschblättle und hat es der dreieckige Stiel. Muss man schon ein bisschen klauen. Wenn ihr viel mehr über den Giersch wissen wollt, schaut bei uns vorbei. Bei Kräutern und deren Anwendungen haben wir ganz, ganz viele Infos über den Giersch und auch ganz viele leckere Rezepte.